Hey Leute, wir sind mal wieder in aller Munde. Heute mal wieder ein Kaugummi-Test für euch. Und zwar echt verrückt. Ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet. Powershocks Gum Crackle Candy in dieser echt coolen Tüte. Also die sieht mal richtig cool aus. Hier diese Haare. Einmal grüner Apfel in blau. Und Strawberry, also Erdbeere in orange hier. Eher vielleicht orange und vielleicht blaue Himbeere. Und schaut euch das mal an. Kleine Explosion im Mund. Da denke ich mal, dass das wieder ein extrem lauter Kaugummi sein wird. Von der Marke Cool, glaube ich. Haben wir im Laden nebenan gefunden. Und wir machen das Ding mal direkt auf. Auf die Inhaltsstoffe wollen wir jetzt gar nicht eingehen, denn wir wollen direkt schauen, wie das Ding hier schmeckt. Und, oh, ja, 4 Packungen sind hier drin. Okay, super cool. Noch weitere? Nö, 4 Stück in dieser coolen Verpackung hier. Also das freut uns schon mal. Sieht aus wie so ein Pulver und ich habe natürlich mein Brötchen wieder dabei. Messer brauchen wir heute nicht. Das ist einmal Green Apple. Schauen wir uns mal an. Ja, habe ich mir schon gedacht. So sieht's aus. Das ist Green Apple einmal. Und dann vielleicht auch mal Strawberry raus. Oh, es riecht schon sehr stark. Grüner Apfel. Und wenn das Ding jetzt hier mal aufgeben würde. Mensch! Vielleicht hier. Da fehlt das auf. Nee, auch nicht. Jetzt aber. Mal gucken, wie. Also blau ist es nicht, es ist grün. Bin ich mal gespannt. Erdbeere, ja. Rot. Sehr gut. Und wir schauen uns die vielleicht mal ein bisschen genauer an. So, haben wir hier einmal. Könnt ihr das sehen? Paar größere Stückchen, paar kleinere. Wahrscheinlich sind das die Kaugummis hier. Na, Fokus, Fokus, Fokus. Ja, und das ist hier wahrscheinlich das Knisterzeug, denke ich mir mal. Gehen wir über zu Boop, Erdbeere. Und die sehen echt cool aus. Und hier habe ich das Gefühl, sind mehrere größere Stückchen drin. Kann mich aber auch täuschen. Ja, sehr gut. So. So sieht's aus. Und jetzt wollen wir natürlich mal gucken, wie das Ding denn schmeckt. Wir nehmen uns hier mal eine Handvoll. Na, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und wollen jetzt mal gucken, wie denn dieser Kaugummi schmeckt. Ich muss sagen, knistern tut es jetzt nicht. Vielleicht mal direkt aus der Tüte. Wollen wir mal gucken. Hört ihr es knistern? Ganz leise. Da haben wir schon lautere Kaugummis erlebt. Interessant. Ja, also es knistert eigentlich gar nicht, habe ich das Gefühl. Dann nochmal der grüne Apfel. Vielleicht mal direkt aus der Tüte. Da haben wir genügend da. Super sauer. Oh. Ihr hört's. Super sauer ist das. Hier. Aber nee. Laut sind die eigentlich gar nicht. Da habe ich jetzt eigentlich mehr erwartet. Von der Packung her natürlich sehr, sehr cool. Sieht sehr toll aus, aber laut oder so sind sie jetzt nicht. Und ich muss sagen, der grüne Apfel, also Erdbeere schmeckt auf jeden Fall besser. Beim grünen Apfel bin ich mir da nicht so sicher. Also Erdbeere auf jeden Fall schmeckt mir persönlich ein bisschen besser, aber natürlich alles eine Geschmackssache, Leute, wie immer. Und ich hoffe, ihr hattet heute beim Kaugummi-Test ein bisschen Spaß. Eine zweite Packung gibt es auch noch. Brauchen wir jetzt aber nicht aufmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!